Komm schon. Ich will spielen. Ah, da ist es ja. Nein, nicht die. Und hallo und herzlich willkommen wieder zu War Thunder, einer kleinen Runde, die ich gerade mal machen will, bevor ich dann in die totale Sucht absteige. So, komm, wir spielen einfach mal Arcade, weil ich gerade Bock habe, Arcade zu zocken. Auf geht's mit dem Hetzer. Ah, Leute. Gerade ist was los. Eigentlich nix, aber na gut. Nix, aber doch viel. Ja, Polen! Wird Zeit, wieder Polen zu infiltrieren. Die Arcade scheint wohl eine weitaus kleinere Schlachtkarte zu sein, was ich nicht schlecht finde. Hat jetzt dieses World of Tanks typische. Vielleicht fahre ich da nicht mit dem Hetzer rein. Ich kann jetzt mehrere Panzer wählen, was ja bei World of Tanks nicht ging. Hier kann ich jetzt auch zum Beispiel Stuck nehmen. Ich nehme aber einfach mal den Panzer 4. So. Ich bin ein echter Gangster. Ich bin mal über das Schlachtfeld geflogen, als eine B-17 kam. Ah, guck mal. Der Kastenpanzer. KV-2. Uhu, Juri! Uhu! Uhu, Juri! Du sollst nicht so blöde gucken! So. Da fliegt der riesige Baum um. Das Ding quietscht aber auch, mein lieber Mann. So, armer Pirsch. Heilige Scheiße! Der rupft den Baum da vorne aus, als wär's nix. Na, was der kann, kann ich auch. Hier, weg! Umgeknickt, zack. Bäm. So, was kommt da? Russische Panzer. Kann man hier durch? Wow! Seht ihr, World of Tanks kriegt das immer noch nicht hin, obwohl die es schon echt lange mal rausbringen wollten. Naja. Zack. Das wollten die World of Tanks schon lange einfügen. Dass Häuser mauern und alles umfliegt. Oh, fuck. Haben die bis jetzt nicht geschissen bekommen. Ein Gebiet wurde von feindlichen Truppen eingenommen. Da vorne ist ein KV-1S. Oder B, wie er hier genannt wird. Hat aber den S-Turm. War das jetzt eigentlich nur ein Premium-Panzer, oder? Okay, ich rücke mal über die rechte Seite vor. Oh shit, ich dachte gerade, da kommt einer. Aber der fährt auch nur zurück. So. Was ist hier los? Oh, warte. Oh shit. Hab ich ihn überhaupt getroffen? Von wo kam das denn jetzt? Von hinten. Okay, da hat er meine Munition erwischt. Ah, ich liebe diese Killcams jetzt schon. So, Panzer 3, der ist zwar schwach, aber der bombt gut. Nein. Beziehungsweise der hält viel aus, so rum. Schnell müsste auch sein. Im Forum von Gaijin hat sich einer beschwert über die Killcam, und zwar, das sei doch viel zu brutal für seinen 10-jährigen Sohn. Ich habe mich erstmal gefragt, was macht denn eigentlich ein 10-jähriger Sohn bei War Thunder? Ich würde jetzt nicht gerade sagen, das ist ein Spiel für den. Holy shit, vielleicht alleine schon deswegen, weil man eine gewisse Art von Können voraussetzen muss für dieses Spiel. Nicht, weil es irgendwie hier krach, bumm, zam, peng geht, sondern, ja, das habe ich in...
das habe ich ja schon mit 8 gemacht, ja, also. Aber trotzdem. Ja, scheiße. Wo ist er? Panzer 3 gegen T-34. Ich glaube, man muss nicht erwähnen, dass ich gegen den eigentlich überhaupt keine Chance habe. Aber hier kann man jetzt tatsächlich mal ein bisschen rumwerkeln. Man hat hier feste Mauern und Hindernisse. Jetzt hat er gerade Artillerie hier reingesetzt. So, anhalten, zielen, Feuer. So macht man das. Anhalten. Auf Front ausrichten. Fuck. Ich hab keinen Feuerlöscher. Gut, ein KV-85, der hat eine 85 mm. Sieht man das nochmal schön. Durch die Front, zack, Alter. Alter, ohne Scheiß, ich finde es aber mal richtig gut zu sehen, wie das reinbombt einfach, ne? Das muss man schon mal sagen. Es ist beeindruckend. Wir haben schon wieder die Stellung in der Mitte verloren. Leute, ihr steht da alle, rückt doch mal vor. Die hocken alle da hinten, die ganzen schweren Panzer, die gehören an die Front. Der Hetzer schafft mal 42 km/h. Naja, inzwischen habe ich ihn ordentlich abgegradet. Das ist jetzt so wie bei World of Tanks, wo der anfangs nur 20 fuhr maximal und jetzt fährt er 40 mit den geupgradeten Sachen. Ich könnte jetzt Flieger spielen. Ich bin aber gerade mit meinem Hetzer unterwegs. Scheiße, jetzt werden die alle... Jetzt ist hier wieder abgestiegen. Na gut, sollen sie ruhig. Leute, 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 was ist denn los mit euch? Der BT-7 hat jetzt im Übrigen auch nur noch 3 Gänge. Ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich realistisch ist, aber ich glaube, der hatte die auch, weil die halten sich ja an diese ganzen mechanischen Bücher und sowas. So, jetzt ein Checkpoint, da fahren wir einfach mal durch. Stand schön das Schild, Achtung Panzer. Wo sind gerade unsere ganzen... Scheiße. Oh fuck, das überleben wir nicht. Das überleben wir nicht, außer der lädt lange nach. Okay, ich habe seine Crew schon mal erwischt. Oh, ich habe Angst. Oh. Alter. Ihr wisst ja nicht, wie einem da die Muffe geht, ne? Heilige Scheiße. Ist der Panzer aktiv? Nein. Der da aber schon. Da ballern wir mal ordentlich hinten in seinen Arsch. Ich glaube, wir haben gar keinen Feuerlöscher hier verfügbar. Fuck, wir fahren mal nach vorne. Kein Bock jetzt auseinandergenommen zu werden. Was macht er denn? Mit Schild da rum? Oder wie die Jugend sagt, der chillt sein Leben, ey. Komm.
Wenn er sich vortraut, er ist am Arsch. Ich vertraue dir, ne? Verbündete Truppen haben ein Gebiet eingenommen. Fuck, 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 fuck. Oh Gott, erschreck mich doch nicht so. Okay, wir haben auf jeden Fall... Was ist denn hier? Willst du mich verarschen? Was macht eigentlich die verdammte Stuck? Meine Fresse, ey. Na, guck mal. Oh, scheiße. Der hat mich aber nicht bemerkt, oder? Komm, wenigstens die Kette. Ich glaube, die Kette habe ich. Ja, Kette ist down. Zack, durch die Front. Alter, ich habe einen Körper 85 einfach mal so zerlegt mit zwei Schüssen. Und draußen regnet es gerade wie Sau. Okay. Wie schaut's aus? Wo sind denn ihre Panzer? Wir sind in der Unterzahl. Und ich habe nur noch eine Stuck zur Verfügung. Ja, gut zu wissen. Wir haben auch feindliche Flieger in der Luft. Da kommt auch schon mein Kollege. Alles ist der KV-1S. Der hieß nur B bei denen. Ich glaube, das B ist bei denen ein S. Holy shit. Ja, wie lange wird denn jetzt noch? Ja, jetzt hast du wenigstens Grund zum Reparieren. Oh Gott, ey. Boah. Alter, was ist das denn bitte schön für eine Schrapnellladung? Okay, ich kann echt nur drei Panzer verwenden, ja? Leute, bitte verkackt es nicht. Gott, der ist sich geil an, ey. Na, da kommt sogar hier durchs Haus. Das könnte ich mir noch vorstellen, so als Infanterie. Weh, die verkacken das. Toll. Eine SU. Wo hängt ihr rum, Leute? Boah. Oh, Leute. Ich habe jetzt mit dem Hetzer so viel gerissen. Ich habe drei Panzer in Folge zerstört. Zwei schwere, ein mittlerer. Ich bitte euch, guckt an, wie viel Geld ich gemacht habe. Nun gut. Wäre es das mal gewesen hier. Wir können mal eine Arcade-Schlacht hier mitmachen. Also EP bekomme ich jetzt in Arcade zwar immer noch weniger. Aber ich glaube, ich bekomme so mittlerweile mehr Geld hier. Es liegt halt ganz einfach daran, man hat drei Panzer zur Verfügung, mit denen kann man viel reißen, wenn man will. Und die Feinde haben eben genauso viel. Was zur Hölle, habe ich jetzt einen Panzer? Wir sind noch in Arcade, oder? Arcade? Ja, begrenzte Wiedereinstiege. Ach so. Ein freier Munitionsplatz, sagst du?
Hochexplosivgranate, Armor-Piercing-Effekt, desto dicker, desto besser. Okay, Schrapnellgranate, genau, dann nehme ich hier noch eine rein. So. Wo sind wir denn? Und wir müssen zu A, okay, das ist neblig. Ist in Ordnung. Weg mit dem Scheißbaum. Also die haben wirklich nochmal die Physik und alles überarbeitet. So, weg damit. Der Punkt wird natürlich schon von den Feinden eingenommen. Ist ein bisschen doof, weil der ist halt die wirklich direkt bei denen. Kann es sein, dass der eine eine Schrapnellgranate auf mich geschossen hat von der Seite? Ich meine, das Ding ist ja in mir nochmal Pan eingetreten und in der Mitte in alle Richtungen zerteilt. Das war wohl eine Schrapnellgranate. Und da kommt der Jason und sagt, nicht ohne mich spielen. Tja, Jason. Ich nehme auf. Ich meine, du kannst ja gerne mitspielen und mitreden, aber... Na gut, bei Jason kann man sicher sein, er flamet entweder rum oder er kriegt tatsächlich mal was geschissen. So, ich warte hier auf meine Kollegen. Ich rück da ganz sicher nicht alleine vor, vor allem nicht mit dieser Stummelscheiße. Kommt ihr jetzt mal? Meine Güte. So, die sind auf die Front konzentriert. Dann komme ich hier von der Seite. Und schieß einfach mal auf diesen Panzer. So, da hat's ihn zerrissen. Den kriege ich gerade nicht, aber der wird wieder hochkommen. Da kommt er. Was macht er? Zieht er sich zurück? Nein, er bleibt stehen. Angewinkelte Panzerung. Durch angewinkelte Panzerung kommst du nicht durch. Sagte er und starb. Da hat er in meinen Motor geschossen. Und in den Tank. Ha! Und er wurde von der SU-122 zerstört. Gut gemacht. Gut, gut. Mein Handy-Akku ist schnell geladen, aber ich habe das Gefühl, in letzter Zeit verschwindet er recht schnell wieder. Es läuft so flüssig auch noch, ne? So. Was ich euch mal zeigen wollte, war vom T60. Mal das Innere von dem Teil. Individualisierung. So, Panzerung, ne? Ist jetzt Fitness 35, 15. Also die Bodenplatte hier unten ist dick. Okay. Die ist auch noch dick. Ansonsten ist das Ding recht leicht gepanzert. Jetzt kommt das Geile. Der Motor ist hier. Direkt neben Fahrer und Schützen. Der gleichzeitig Commander und Loader ist. Und vermutlich noch den Funk bedient. Also ich will ja nichts sagen, aber... Das ist schon ein Scheißjob, ne? Ich frage, also der berührt auch noch seinen Arm mit dem Motor. Na, ich wette, hier war bestimmt eine Trennwand irgendwie drin. Aber es ist schon heftig, dass der Motor echt daneben war.
Und bei BT7, das finde ich ja so geil bei dem. Jetzt passt auf. Der hat ringsrum einfach mal Tanks. Tank, Tank, hinten noch ein Tank. Da hier Radiator, das sind die, jetzt weiß ich es inzwischen, das sind die Kühler. Also Luftkühlung, Wasserkühlung, halt sowas. Und das hier ist die Kupplung, also die Transmission. Interessant. Und die Engine. Wird alles ziemlich genau hier markiert, alles. Wo ist denn der Füllstutzen? Bestimmt hier oder dort oder... Naja. Was ist denn das? Was ist das für ein Ding? Soll es ein MG sein? Oder ist es einfach nur so eine Lüftung? Keine Ahnung. Naja, ich würde sagen, mit dem spielen wir jetzt noch. Mit dem BT-7, dem roten Kometen. Ja. Wenn sich eine Schlacht finden lässt, wir können ja mal gerade mal schauen hier. Mannschaft. Modstock. Oh, die ist auch neu. Aha. Flug und Landschlacht. Domination. Das sieht ja nach ziemlich viel offener Fläche aus. Perfekt für meinen kleinen BT-7. Ach du Scheiße. Das erinnert mich an die Company of Heroes Karte. Road to Hell. Ich weiß nicht was, Route 17? Da bin ich mir gerade gar nicht sicher. Na gut, feindliche Stützpunkte zerstören, das ist die Sache der Flieger. Oh Gott, ist das eine offene Fläche. Aber das habe ich mir ja schließlich gewünscht, oder? Also es war ja eins meiner Wünsche. Zwei Wünsche sind in Erfüllung gegangen, eine Stadtkarte. Und eine große offene Karte für Panzerschlachten. Hier können sich die Tiger mal austoben. Und die Jagdpanzer. Ich bin viel zu weit vorne eigentlich. Ich gehe da oben gleich mal auf Beobachtungsstellung. Ich denke, hier oben sieht man mich nicht so gut, oder? Hm, mit dem Baum im Hintergrund. Feindliche Truppen! Vernichten! Da drüben ist mehr Wald. B ist eher offen. Und A da hinten ist auch noch recht offen. Okay. Obwohl, den Schatten sieht man auf Entfernung nicht. Das sind halt die schwarzen Flecke. Oh, ich habe da gerade einen gesehen. Oh, das wurde mir auf der Karte angezeigt. Panzerkampfwagen 3. Ja, da hinten kommst du. Sind die deutschen Panzer viel langsamer? Oder sind die einfach weiter entfernt? Deckung schnell!
Na, C wird auch eingenommen. Wo ist denn C? Die Position da mit dem Rauch, schätze ich. Na gut, ich kann da nicht... Ich kann da nicht alleine hinfahren. Wir verlagern zu... Okay. So, jetzt muss ich irgendwie durch die Linien kommen. Und von der Flanke angreifen. Ah, der rote Komet schafft das schon. Ich glaube an dich. Okay. Vorne ist irgendeine Selbstfeuerwaffe. Ein Jagdpanzer. Den gehe ich jetzt. Oh, shit. Das ist schlecht. Das ist schlecht. Das ist ganz schlecht. Fuck. Bam. Ich habe aber noch Fahrzeugpunkte. Es macht aber, glaube ich, nicht viel Sinn, mit dem T60 hier reinzukommen. Na klasse. Das wird jetzt eine Weile dauern. Ich habe ja keine Ahnung, wo unsere ganzen Panzer hin sind. Da kommen 800 Meter. Ein bisschen höher, oder? 900? Ja, 900 sind's. Scheiß Zäune, durch die sollte man durchschießen können. Was hat mich denn jetzt bitte schon erwischt? Sache. Ready.
Schieße ich jetzt zu hoch? Wohin fahren die denn? Der hat sich jetzt eingeschossen. Truppen haben ein Gebiet eingenommen. Okay. What the fuck? Kommt er denn bitte her? Der ist einfach glatt durchgegangen und hat den Motor zerstört. Ja, ja, freu dich. Ich kann noch mehr spielen. BB, SO. Ein Gebiet wurde von feindlichen Truppen eingenommen. Mal gucken, was ich noch reißen kann mit der. Oh Mann. Ja, die hat auch neue Sounds. Ziemlich viele Flugzeuge haben neue Sounds. Die hören sich richtig fett an. Keine Karte, die ich kenne, oder? Also was ist das für Felsen im Hintergrund? Lieblos hingeklatscht. Sieht man es auch mal von oben? Da ist C im Wald. Sind die ganzen Panzer da unten? Bin ja gar nichts. Erstmal spotten. Wir haben eine Niederlage erlitten. Fack. Oh, loggen sie alle! Dann wird's im Team Zweiter, du willst mich verarschen, ich habe gar nichts gemacht. Ja, ja. Ja, ja. Ersatzteile klingt nicht schlecht. Na gut, das war's auf jeden Fall wieder von War Thunder. Seid das nächste Mal wieder dabei, wenn es heißt Panzer vor.